Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch endlich meine neuen Versiegelungsgele mal live vorstellen. Und zwar habe ich einen Nagel vorbereitet mit einem Babypuma. Und zwar habe ich dafür das neue Natural Soft und das Modellage-Gel Natural Nails benutzt. Dazu werde ich aber nochmal ein Video machen, wie ihr einen super einfachen Babyboomer kreieren könnt. Und ja, in diesem Video soll es aber erstmal um die Versiegelungsgele gehen. Und zwar beginnen werde ich einmal mit dem Versiegelungsgel, also dem High Gloss Natural Milky. Das ist ein transparent milchiger Versiegler, der wirklich einen sehr schönen natürlichen Glanz hat. Und die Versiegelungsgele sind eher dünnviskos, wie es bei Versiegelungsgelen so üblich ist. Diese haben diesmal eine Schwitzschicht, also auch was für all diejenigen, die Versiegelungsgele mit Schwitzschicht bevorzugen. Und ich beginne jetzt einfach gleich mal mit dem Auftrag. Ich zoome noch ein bisschen näher dran. So, da könnt ihr das jetzt hoffentlich gut erkennen. Und zwar einmal drüber. Ich mache es so, dass ich erst eine dünne Schicht auftrage und dann nochmal etwas mehr nehme. Also ich denke, ihr könnt das sehen, dass es den Babyboomer halt noch milchiger erscheinen lässt. Oder wenn ihr zum Beispiel nur das Natural Nails Gel benutzt, könnt ihr das natürlich auch machen. Oder wenn ihr ein ganz gewöhnliches French gestaltet habt mit einem gewöhnlichen Weißton, sage ich jetzt mal. Und damit könnt ihr dann natürlich auch versiegeln, um dem Ganzen nochmal so einen natürlicheren Touch zu verleihen. Also es ist wirklich sehr schön milchig und sieht super natürlich aus, wie ich finde. Und hat dabei halt auch noch einen wirklich schönen natürlichen Glanz. Und es kaschiert auch so ein bisschen Unebenheiten. Und also nur ganz, ganz leicht natürlich, aber ich finde es super, super gut für Babyboomer und halt diese ganzen Natural Looks finde ich super klasse. So schaut das Ganze jetzt einmal aus. Ich denke, ihr könnt das sehr gut sehen, dass man den Babyboomer so richtig schön natürlich gestalten kann und dass man halt auch, wenn man den Babyboomer vielleicht nicht ganz so ordentlich gearbeitet hat, da auch nochmal so ein bisschen was kaschieren kann. Und ich finde den, wie gesagt, super genial, diesen Versiegler. Für alle Naturlooks und das ist also das High Gloss Natural Milky und ich werde die jetzt nicht alle aushärten, das werde ich euch dann nochmal in dem Video zeigen, wenn ich den Babyboomer gearbeitet habe und weil sonst müsste ich jetzt alles wieder runterfeilen. Ich versichere euch, die haben einen wirklich super, super Glanz. Aushärtezeit, ihr könnt die 2 Minuten aushärten unter UV, also sie sind UV-Gele und danach wartet ihr 2 Minuten, bis der Versiegler ausgekühlt ist und dann erst mit einem milden Cleaner, also so 70% Isopropylalkohol, erhaltet ihr dann einen wirklich wunderbaren Glanz. So, jetzt werde ich das einmal abwischen und gehe gleich zum nächsten. Also ich werde jetzt zum Schluss, werde ich gleich noch einen Versiegler dann am Ende komplett aushärten lassen. Und einmal den Pinsel reinigen und weiter geht's mit dem High Gloss Milky Rosé Silver. Das ist dieses hier. Das ist so ein rosé-milchiger Versiegler mit Silberglitzer-Effekt. Also das finde ich wunderschön, um halt so ein Babyboomer zum Beispiel aufzupeppen oder halt auch gewöhnliche French-Modellagen oder was auch immer man gestalten möchte. Finde ich super, super schön, auch mit Schwitzschicht. So. Und hier könnt ihr das jetzt einmal sehen, den Unterschied zum Natural Milky. Also hier habt ihr nochmal so ein richtig tolles Highlight und halt so leicht rosé eingefärbt. Ich denke, man kann das auch in der Kamera hoffentlich gut erkennen. Und wenn ihr den zum Beispiel in 2 Schichten arbeitet, also eine Schicht anhärten lassen und dann noch eine 2. Schicht drauf, dann habt ihr halt, je mehr Schichten ihr auftragt, umso rosaner wird das Ganze. Also ihr könnt von dezent rosa bis etwas mehr rosé gehen. Also ich denke, ihr seht das jetzt hier gerade, ich trage das jetzt etwas satter auf, das Versiegelungsgel, und dadurch wird es halt immer roséfarbener. Ich finde das wunderschön auch, wenn man sich eine gewöhnliche French gestaltet hat und dann mit so einem Versiegelungsgel darüber geht. Das hat wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt. Und
Ja, finde ich persönlich klasse. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut. Wie gesagt, das sind so Silberglitzerpartikel und das ist wirklich ein super schöner Highgloss, der dann auch richtig schön glänzt und ja auch wieder 2 Minuten unter UV auskühlen lassen, abklinern und dann habt ihr einen wunderschönen Glanz mit Glitzereffekt. Und ja, auch diesen werde ich jetzt einmal wieder runterwischen und komme dann gleich zum nächsten Versiegelungsgel. Also die sind jetzt alle mit Schwitzschicht. So, und zwar haben wir hier, ich halte es einmal in die Kamera, das Highgloss Clear Pink. Also es sieht sehr, sehr pink im Tegel aus, aber auf dem Nagel hat es eine schöne Pinkfärbung. Also so ganz leicht, so ganz dezent. Und es bringt halt auch das French dann, wenn man es aufträgt, finde ich auch nochmal so zum Strahlen. Also gerade wenn man ein gewöhnlicher French macht und dann mit so einem Versiegelungsgel nochmal drüber versiegelt, finde ich das super klasse. Und ich wurde auch ja schon öfter mal gefragt, ob ich nicht sozusagen ein Make-up-Gel habe, was man aufstreicht, was dann halt das Nagelbett so ganz dezent pink färbt. Braucht ihr gar nicht, wenn ihr dieses Versiegelungsgel benutzt. Ihr seht das ja, denke ich mal, dass das dann wirklich so einen schönen Rosaton zaubert. Also ich finde es richtig, richtig klasse. Da habt ihr dann halt so ein richtig schönes, frisches Aussehen. Ihr könnt damit sämtliche Modellagen versiegeln. Ihr könntet damit halt auch Farbgele versiegeln, wenn ihr das möchtet. Euch muss dann nur bewusst sein, wenn ihr das Farbgel versiegelt, dass dann der Farbton leicht anders wird. Aber ich finde, dadurch kann man auch nochmal so besondere Effekte schaffen vielleicht. Ja, also ich finde, das ist auch ein super Studio Allround Gel, wieder 2 Minuten unter UV. Und man kann damit auch eine Menge machen, wenn ihr da ein paar mehr Schichten vielleicht auftragen möchtet, wenn ihr das richtig schön pink haben möchtet. Das geht natürlich auch. Man kann halt variieren mit den Versiegelungsgelen. Ja, das ist das Clear Pink. Das werde ich jetzt auch einmal wieder abnehmen. So, dann muss ich mir noch überlegen, welches Versiegelungsgel ich nun drauf mache. Das weiß ich noch nicht so genau. Mal schauen. So, jetzt präsentiere ich euch erstmal den vierten Versiegler. Und zwar ist das das Highgloss Milky Rosé Gold. Also mit so leichten Goldglitterpartikeln drin. Auch wunderschönes Versiegelungsgel. Das hat nochmal einen leicht anderen Rosé-Touch als das Rosé Silver. Und auch hier. So. Da bin ich im Bilde. Also das hat halt so einen ganz, ganz zarten Babyrosaton. Also finde ich auch wunderschön. Und ich finde das halt auch gut, dass ich beide Versiegelungsgele, also diese Rosé-Versiegelungsgele, jetzt auch vom Farbton, nicht nur vom Glitzer, sondern auch vom Farbton halt, dass die sich so ein bisschen unterscheiden. So. Also hier habt ihr halt so einen richtig schönen, soften Babyrosaton noch mit drauf. Und auch hier, wenn ihr das dann ein bisschen satter auftragt, kommt der Effekt dann noch mehr zur Geltung. Und auch die Glitzerpartikel. Bei diesem Versiegelungsgel müsst ihr beachten, dass ihr das gelegentlich umrühren müsst. Und weil sich die Glitzerpartikel halt da so ein bisschen absetzen. Ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, da es wirklich ein wunderschöner Versiegler ist. Und ja, da kann man auch ruhig mal das Düsschen so ein bisschen umrühren. Das finde ich, ist nicht so dramatisch. So, hier seht ihr jetzt hoffentlich diesen zarten Rosaton und auch dieses ganz, ganz dezente Funkeln. Also ganz, ganz sanfte Glitzerpartikelchen, die sich da so im Versiegler sozusagen verstecken. Und ja, finde ich wunderschön, auch diesen Versiegler. Und ja, ich kann mich jetzt gerade nicht so recht entscheiden. Ich überlege mal kurz, welches Versiegelungsgel, jetzt habe ich es mir hier in die Haut geschmiert, ja, welches Versiegelungsgel ich jetzt drauf haben möchte auf dem Nagel und dann hole ich euch auch gleich nochmal wieder mit dazu. Meine Lieben, ich habe mich jetzt für das Versiegelungsgel Natural Milky entschieden, habe das Ganze jetzt schon 2 Minuten aushärten lassen. Hier könnt ihr es einmal sehen, ich habe das Versiegelungsgel sehr satt aufgetragen und ja, das verleiht dem Ganzen noch einen natürlicheren Look. Jetzt warte ich, bis das Ganze ausgekühlt ist, um es abzucleanern. Und zwar wollte ich euch noch mal eine Kombination kurz zeigen in der Zwischenzeit. Und zwar könntet ihr jetzt über das Versiegelungsgel, also wenn jetzt nur mit diesem Milky-Versiegler sozusagen noch so ein paar Kleinigkeiten bei einem Babyboomer kaschieren wolltet und aber trotzdem noch so ein bisschen Glitzereffekt haben möchtet, dann empfehle ich euch einfach zu kombinieren.
Jetzt gebt ihr zum Beispiel einen von den glitzernden Versiegelungsgelen einfach mit in die Schwitzschicht. Also ihr versiegelt quasi dann demzufolge nochmal. Ich nehme jetzt hier einmal das Milky Rosé Silver dafür und gehe hier jetzt nochmals drüber. Und dann würdet ihr das Ganze nochmal 2 Minuten aushärten lassen. Ich werde das Ganze jetzt nicht aushärten, denn ich möchte euch ja gleich den Glanz zeigen. Ich hoffe, der wird jetzt durch diesen doppelten Auftrag nicht beeinträchtigt, aber ich denke mal nicht. So, und dann hättet ihr einen perfekt kaschierten Babyboomer, der zudem auch noch ein bisschen glitzert. Also ich finde, diese Kombination aus beidem ist total super. Und wie gesagt, also ihr könnt dieses Versiegelungsgel, den Milky-Versiegler, auch ruhig nochmal hier an der Smile zum Beispiel, wenn euch da der Übergang nicht ganz gelungen ist, zieht ihr euch einfach so einen kleinen Streifen, der zieht sich dann auch selber glatt und so könnt ihr halt nochmal ein bisschen kaschieren. Gut, ich denke, die 2 Minuten sind inzwischen um. Ich nehme mir eine saubere Zellette, meinen Cleaner Coconut Kiss und ich lehne jetzt einmal ab. So. Schwupps. Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Cleaner genommen. So. Nochmal, dass wir auch überall die Schwitzschicht abnehmen. Jawohl. So. Okay, ein bisschen trocken wedeln. Und hier seht ihr jetzt diesen tollen Glanz. Also ich denke, ihr seht es, dass der wirklich super, super schön glänzt. Und trotzdem, ja, es ist nicht so ein aufdringlicher Glanz, finde ich. Also es wirkt trotzdem noch super natürlich und richtig, richtig schön. Also mir gefällt es richtig gut. Und ja, diesen Glanz und ja, sogar noch ein bisschen mehr glänzt das Versiegelungsgel Milky Rosé Gold. Das glänzt noch ein wenig mehr, aber ansonsten nehmen die sich alle nichts beim Glanz. Es sind hochglänzende Gele, also ihr seht das ja selber. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Versiegelungsgele genauso gut wie mir. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ich finde es super klasse, halt auch mal so einen leichten Effekt auf dem Nagel drauf zu haben. Egal, ob man jetzt gerade einen Babyboomer trägt oder vielleicht auch nur ein gewöhnliches French oder sogar mit Farbgelen kombiniert. Ja, lasst eurer Fantasie mal wieder freien Lauf, ihr Lieben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!